Jalalala. Jalalala. Herzlich willkommen. Boah, Alter. Ja, okay. Jetzt hier geht's auf jeden Fall los. Hier geht's los. Hier geht's los. Ja, herzlich willkommen. Hier geht's los auf jeden Fall. Geht's hier los? Hier geht's los. Hier geht's schon mal ganz los. Ja, ganz los. Hier geht's hier. Alles lose in der Hose. May contain content inappropriate for children. Ist nix für Kines. Ubisoft. Ivory Tower. The Crew. Closed Beta. Und damit ein herzliches Willkommen zu The Crew, der Beta-Version dieses Spiels. Ich habe auf der Gamescom, wie schon erzählt, einen Beta-Key bekommen, als ich bei dieser Competition mitgemacht habe. Und damit können wir jetzt The Crew, die Beta-Version, zocken. Morgen kommt der Daniel auch noch hinzu, weil gestern ist diese Beta-Version in die zweite Runde gegangen. Und gestern habe ich alles runtergeladen, hat ein bisschen lang gedauert bei unserer Bambusleitung. Und ich denke mal, jetzt kommt in diesen 5 Tagen jeden Tag ein Video. Weil die Phase müssen wir natürlich ausnutzen. Und jetzt pressen wir erstmal Any Button, um zu beginnen. Jawohl, so, ich habe schon mal ein bisschen angespielt. Also was heißt angespielt? Ich habe die Grafikeinstellungen angepasst, so wie es richtig ist. Und deswegen können wir jetzt hier gleich loslegen. A little busy, Harry. I've got some heat, but it's nothing I can't handle. Shut it down, kid. You're racing tonight. Und damit steigen wir gleich ein in die Action. Get to the objective. Wir müssen zum Checkpoint kommen. Und man sieht schon, The Crew ist auch mit Polizei wieder am Stissel. Und auch mit dem Helikopter. Geile Scheiße. Und es geht hier auch über die Wiesen. Das heißt, The Crew spielt nicht nur in einer urbanen Umgebung, sondern auch in einer ländlichen. Und man kann sich seine Fahrzeuge auch an diese Umgebung anpassen. Oh, und hier geht's gleich mal richtig ab. Uiuiui, das hat uns ein bisschen gedreht. Aber wir machen weiter. Soundtrack auch geil. Wir fahren jetzt hier ein kleines Checkpoint-Rennen. So, aus dem Weg, Freunde. Und die Polizei ist am Start. Ein kleiner Traktor links, geil. Wie gesagt, man kann die gesamte USA befahren. Natürlich in einem Maßstab verkleinert. Hier jetzt durchs Wasser. Yeah, Offroad-Action. Und die Grafik sieht der Wahnsinn aus. Das sind nicht die höchsten leider. Weil mein PC ist zwar nicht der neueste, aber immer... Es ist ein Gamer-PC, also ein guter PC, ein schmackhafter PC. Und da vorne ist das Finish Race. Da können wir das Race jetzt erstmal fett beenden. Wir sind gleich in die Action eingestiegen. Es ist ein, finde ich, ganz gutes Fahrgefühl. Und da haben wir es geschafft. Oh, bisschen gedamaged, aber hey. Mission complete. Jawohl, haben wir gleich die erste Mission abgeschlossen. Und haben eine Goldmedaille bekommen. Before the Storm. Oh, okay. Also ein kleines Ranglistensystem gibt es natürlich auch. Das Ganze ist nämlich als Open World Multiplayer Game ausgelegt. Das heißt, MMORPG. Das heißt, du hast eigentlich die gesamte Karte ist online und du kannst auf der gesamten Karte Spieler treffen. Und es fühlt sich einfach sehr cool an. Es ist leider noch alles auf Englisch, da es die Beta-Version ist, aber das ist ja kein Problem. Wir können ja Englisch, wir sind ja erfahren. Jetzt haben wir ein paar XP-Points bekommen und Bucks. Ach geil, 990 Bucks. Und gleich mal ein bisschen XP-Points sind auf der Rangliste abgestiegen. Aufgestiegen. Level 2. Erreichen wir hoffentlich bald mit 500 Punkten. Harry, I'm clean and I'm on my way. About time, Alex. I've got you a race-ready ride stashed in a barn nearby. Where? Where? You have an
haven't updated your 510 net in a while, have you? See the radar on your mini-map? It should be showing the direction of the nearest data station. The closer you are, the greener it gets. Follow. Ah, wir müssen jetzt die Datastation, also die Datenstation finden. Sorry, Digga. Und haben wir ein Radar, damit müssen wir jetzt das Ding aufspüren. Und es wird immer... Da ist es schon. Gibt's hier freies WLAN? Ari, I'm here. What now? We need you at this race real soon, Alex, so let's get your map up to date. Oh, more computer crap, right? That's right. Let's get you synced to the 510 net. 510, das war auch auf der Medaille drauf. Weiß ich nur nicht ganz, was das jetzt bedeutet. Aber das werden wir schon rauskriegen. We found backdoors into these data stations all across the country. So we load our own info onto their servers. You can find everything on here, man. Race events, places of interest, you name it. And it's all encrypted and secure. I marked the barn on there, you see it? Yeah. Set a waypoint and get over there. We need you back in Detroit ASAP. Okay, das heißt, hier haben wir jetzt die Karte. Und man sieht schon hier den kleinen Autos fahren rum, schön. Aber ich glaube, dass es wie ein AC ist. Ich vermute es nur, ich habe keinen Plan von dem Spiel. Was ist mit dir, was ist mit euch? Kein Plan von dem Spiel hier. Ich vermute mal, dass das so wie ein AC ist, weil hier so ein Teil der Karte aufgedeckt wird und mit den Sehenswürdigkeiten und pipapo, dass das wie ein AC ist. Dass diese Datenstation hier, diese Radio Station oder diese Satellitenschüssel sowas wie ein Aussichtspunkt ist, mit dem man dann die Karte so langsam aufdecken kann und hier Sehenswürdigkeiten aufdecken kann und sowas. Und jetzt müssen wir aber zum Race, deswegen setzen wir jetzt hier einen Waypoint. Fast Travel geht noch nicht. Da setzen wir jetzt einen Wegpunkt. Und dann zeigt er uns die Route an. So, Kollege. Gut, wir dürfen jetzt keine Scheiße machen. Wir müssen schnell dahin. Hier schaue ich zurück. Oh ja, guck mal. Wir sind der geilste, Alter. In unserem Pickup, ey. Ein Ford, ein guter alter Ford. Das sind lizenzierte Wagen. Und... deswegen können wir auch die ganzen schönen Wagen fahren. Hey Harry, I'm here. We happy? Oh, we happy. Damn right. I put a lot of money under the hood, so you should have more than enough muscle to burn tonight's crowd. Den bekommen wir jetzt. You need to get here soon, Alex. Your brother's spooked about something. It's not like Dayton. I'm on my way. Also, mit der Karre lässt sich doch schon eher fahren. Geiles Teil, ey. Get to the race. I can handle it. No doubt. Just don't forget your brother needs to see you after. Sounds serious. Don't worry, old man. I'm not gonna forget. Okay, also jetzt schauen wir uns mal kurz die Karte an. Das ist die gesamte Karte. Mit der East Coast, mit der South und mit der West Coast. Oh, geil, ey. Ich freue mich da gerade richtig drauf. Und jetzt machen wir erstmal ein heißes Rennen, hat er gesagt. Ein schönes Rennen. Wie kann man hier sich bewegen? Oh, einfach nur so. Okay, gut. Dann wollen wir doch mal hier den nicht mehr warten lassen. Set Wave. Moment. Nein. So. Ist noch ein bisschen hakelig, aber ansonsten. Set Waypoint. Jawohl. Das machen wir. Und düsen jetzt mit unserer Karre mal ein bisschen dahin. Get to the race, man. Ich finde das GPS-System eigentlich schon ziemlich lustig mit dieser Schlange, die da durch die Luft fliegt. Und jetzt lassen wir ein bisschen Action-Schmeckchen geben hier. Los geht's. Okay. Typisch Amerika, lange Straßen. Und es sind andere Spieler, glaube ich. Oder es sind CPUs. Nee, ich glaube, jetzt sind wir noch nicht online. Das ist so ein kleines Tutorial. Ja, wir schauen mal ein bisschen an der Wand lang. Zu viel Verkehr hier. Ich glaube, jetzt sind es noch Computergegner. Aber später... Oh. Ja, Mensch. Das ist ja... auf der Autobahn wenden. Wer wird denn sowas machen? Mensch, das gehört sich ja nicht. Nee. Die Leute wieder. Da sind noch ein paar andere falsch gefahren. Oh, das sind Andrew. Sind das jetzt schon? Weil der hatte so ein AC-Bild. Der hat auch ein AC-Bild. Nicholas. Brandon. Das hört sich nur normal an. Naja, wir werden sehen. Wir werden es sehen. Und natürlich das Soundtrack auch am Start hier.
geiles Zeug wieder. Also das kann echt, das kann was Gutes werden. Es ist eben kein 500.000stes Need for Speed, ohne das Need for Speed zu kritisieren, aber naja, ganz ehrlich, die letzten Need for Speeds, die sie gemacht haben, waren echt crap. Jetzt mal ohne Spaß. So, da sind wir schon am Start. Wave around. Okay, jetzt müssen wir hier ein kleines... Yo, Digga! Jetzt hat er uns weggeschubst. Der Pisser. Einen kleinen Slalomkurs machen. Ah, verdammt. Ja, ich kann nicht so fahren, das ist... Also ist auch mal was anderes. Bronze haben wir schon mal. Zack. So, Silbermünze haben wir eingepackt. Zu Gold hat es leider nicht ganz gereicht, aber ist doch auch nicht so schlimm. Continue, jawohl. Haben wir noch ein paar Points eingesackt. Get to the race. Ach so. Ah, das war gerade ein... Das war sozusagen ein Quick-Event. Das heißt, man kann einfach, während man wohin fährt oder während man eigentlich einen Auftrag hat, kann man kurz mal schnell ein kleines Rennen starten und sich ein bisschen Kohle verdienen. Das ist natürlich auch ganz cool. Oh ey, ich bin gerade auch echt zu behindert. Tut mir leid. Oh nein, der schöne Wagen. Ah, ich habe noch kein Nitro. Baue ich mir später aber natürlich rein, damit mal richtig schön. Ja, chill mal eine Runde down, Kollege, ey. Wir sind noch gleich am Start. Meine Güte. Ist aber auch viel Verkehr hier auf der Autobahn. Auf dem Highway. Wenn wir hier durch Amerika cruisen. Auch noch rechts hier ein paar Gebäude, Hochhäuser. Oh, der Wagen sieht ja geil aus. Das war ein Ford GT, nehme ich an. Ja, es war ein Ford GT. Oh, geil. Es gibt auch echt eine riesen Anzahl an Wägen. Alle lizenziert, wie gesagt. Und man kann sie dann auch umbauen auf Offroad, auf Wüste, auf Schnee. Kann man echt alles machen. Und als ich es gespielt habe auf der Gamescom, war es einfach nur richtig cool. Es war zwar mit Controller, ich bin nicht wirklich der Controller-Typ, so blöd es klingt, aber ich kann das gar nicht. Und deswegen hat es mir auch voll gedreht. Die Fahrphysik ist noch ein bisschen schwammig, aber ich glaube, es ist echter. Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr echt an. Menschen gibt es auch ein bisschen am Start, aber die sollte man nicht wirklich umfahren. So, Kollegen. Nee. Da zeigen sie mir wieder die Waypoints falsch. Hier, da gibt's die Leute. Wie die Leute da im Spiel integriert sein sollen, weiß ich noch nicht ganz. Aber wir fahren jetzt erstmal ein kleines Rennen. Solo Wiki App, okay. Wir fahren natürlich solo, weil wir noch keine Kumpels haben. Wir haben keine Freunde. Links unten auch der Hinweis, man kann Feedback geben in den Foren. Aha, yeah. Okay, illegale Straßenrennen am Start. Was los? Yeah, sieht doch schon ziemlich gut aus. Oh ja, da ist der Ford GT und ein Skyline. Oh, geil. Ich liebe diese Wägen. Und wir fahren damit. Und los geht's. Und jetzt müssen wir mal ein Rennen gewinnen, Leute. So, ihr kommt. Ihr Kollegen könnt schon mal heimfahren. Da sind wir schon mal Zweiter. Und du da, du Pisser da vorne. Mit deinem Skyline. Yo. Dammit. Yo, Alter. Alter Schwede. Da habe ich jetzt ordentlich Zeit verloren. Das war... Oh. 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 Nee. Mensch, ja, das war ja richtig scheiße. Okay, vielleicht, hoffentlich schaffen wir das noch. Da ist der, sorry, da ist wieder voll in die Seite reingefahren. Da kam plötzlich einer, habe ich nicht drauf geachtet. Aber die machen wir natürlich fertig. Diese Rahmen hier, das sind keine festen Banner. Das heißt, man kann leider nicht den Trick machen, dass man an der Wand langfährt. Man würde eiskalt durchfahren und deswegen. Ja, wie gesagt, die Fahrphysik ist noch ein bisschen, aber wir können, komm. Jetzt werden wir erstmal schön Dritter oder einen schönen schmackhaft Zweiter und dann holen wir uns den Ersten auch noch. Yo, aber man fährt auch echt immer in die Autos rein. Das ist der Wahnsinn. So, komm. Du, was willst du, vorne Kollege? Ja, mein Auto läuft doch, oder? Ja, sieht doch gut aus. Looks good. So, Kollege, Dom, geh heim. Dankeschön. Und da vorne ist schon der Erste. Ja, dann werden wir doch... Yo, ich hab nach rechts gelenkt und fahr nach links.
Klar, du, kein Problem. Mach ich auch immer. Persönlich, weißt du, so. Einfach mal das Lenkrad nach rechts drehen. Yo, Alter, also die Fahrphysik ist echt noch ein bisschen hakelig. Wie gesagt, ist ja die Beta. Yo, was war das? Die Party war hart, ey. Party hart. Krass. Wie gesagt, es ist ja die Beta, das heißt, wir können auch die Rückmeldungen da geben. Und es ist ja auch gewünscht und jetzt sind wir Zweiter. Ernsthaft? Das probieren wir gleich nochmal. Das kann nicht sein, dass wir dich verlieren. No, 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 no. Es sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Nochmal die coole Street. Aha. Yeah. Fette Autos am Start. Wir racen jetzt ab. Hart. Richtig cool, Mann. Richtig cool, Mann. Ich nimm dich auseinander. Denn du bist was? Nein, das stimmt nicht. Die haben doch alle Billigkarren. Unsere, guck dir unsere Karre an. Unsere Karre, ja, 1A-Qualität. Aus deutschem Stahl. Nee, ich glaube, es ist ein Muscle-Car. So. Mach die Action, Schmerzen, Start das Rennen, Digga. Dankeschön. So, jetzt geht's ab hier. Gleich die erste Linkskurve. Los jetzt. Zwischenseiten sind auch richtig cool gemacht, auf jeden Fall. Also, es gefällt mir einfach bis jetzt schon sehr gut, weil ich... Ich bin gerade schon voll in dem Gefühl drin, so dieses Rennfahrer-Feeling wieder. So, komm, nicht nochmal denselben Fehler. Jawohl, jetzt sieht's schon besser aus. Oder auch nicht, oh. Yo, das ist echt, teilweise ist es echt hakelig. Aber da wollen wir jetzt nicht die ganze Zeit rumreckern. Zack. Oh ja, tut mir leid, junge Dame. Habe ich Nitro? Nein, schade, Marmelade. Schade. Wer fährt denn bitte heute noch Mercedes im Rennen? Also ohne Spaß. Mercedes im Rennen. Lappen. Was haben wir eigentlich für eine Karre? Da sagt mir einer, ich fahre Rennen und ich kenne meine eigene Karre nicht. Das ist ein bisschen schade. So. Yo, Alter. Ich hab's echt drauf. Ich bin der Master Chief, ja. Ich bin der Pro-Gamer im Rennenfahren. Ja, ich hab eigentlich... Need for Speed und sowas habe ich immer gespielt. Underground 2. Most Wanted. Carbon auch noch, Pro Street nicht mehr, weil Pro Street war scheiße. Und deswegen, eigentlich müsste ich das nicht schlecht können, aber irgendwie... Ja, jetzt geht's schon besser. So, ey, nee, Cops, nee, bitte nicht noch Cops. Hier sind wir wieder in der Studentengegend, die Party hart machen. Und da vorne, ja, wusste ich, ganz easy haben wir das gemacht. Jawoll. Mission complete, da haben wir es geschafft. Leider nur eine Silbermedaille, aber kein Problem. Wir haben wieder fett Money am Stiesel und XP. Hey Bro. Peace. Wir nehmen den Kollegen jetzt einfach mal mit. Ambassador Bridge, Bro. Okay, wir brusten jetzt erstmal zu der Bridge. Yeah, I did. And I lost them. It was fun. Why have you always got to be on the wrong side of the law? I mean, you don't mess with cops on race night, because the more heat that's around, the less business we can do. See, shit like this is why you haven't got your 510 ink. Come on, Dayton, I'm the best driver in the whole damn state. This isn't about that, Alex. I founded the 510s. I'm the V8. And my own brother is breaking the rules. How do you think that looks? I wonder how I've got guys breaking rank left and right. Also hat gerade gesagt, für die ganzen deutschen Leute hier. Before I ain't met yet. Gotta ask him a few questions about money going missing. So why am I here? Why not one of your 510s? You're an asshole. You can drive. And if I've got to put Shiv back in line, I want the best driver I've got to burn him on the road. And I was giving you a chance to take this stuff seriously. Sorry. Also er hat gerade gesagt, für die Leute, die es nicht verstanden haben, dass er ein bisschen Stress mit den Cops hatte.
Und das ist nicht gut an dieser Race Night. Und jetzt mussten wir ein bisschen verhelfen. Und er braucht den besten Fahrer. Und wir sind natürlich der beste Fahrer. Ich meine, es sieht man ja an der Karre. Wie neu. Wir sind Level 2. Und wieder nur Silber. Mensch, der kannst du wieder nicht. Aber Kohle und XP, das ist doch alles, was zählt. Wir sind auf der Rangliste ein bisschen. Ach nee, Next Metal Ender. Ah, das ist unsere Gesamtpunktzahl? Das würde jetzt aber keinen Sinn machen. Kein Plan. Don't know about this man. Und wir warten. Auch einer von 510. Das ist der Guy. Stay low. Ah, eine Übergabe wahrscheinlich. Er hat ihn erschossen. Und er hat die Waffe gelassen, da gelassen, der Sack. Seid ihr behindert? Got a gun. That ain't mine. This one's dead.